Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video und ich habe was von VR-Optiker bekommen und das sind natürlich die Sehstärke-Linseneinsätze für die PSVR 2, da habe ich jetzt lange drauf gewartet. Ich habe lange diese Brille hier benutzt in der VR-Welt und es ist einfach nervig und ich habe auch eben mal geschaut, man verschmutzt sich die Originallinse der VR-Brille, weil man auch immer wieder da rankommt. Man kann auch seine Brille selbst beschädigen, weil man immer so nah wie möglich halt ran will, wegen dem Field of View. Und dann kommt man immer wieder an die Originallinse ran, kann die verkratzen, kann die verschmutzen. Und das Gleiche kann hier passieren, die kann ich dadurch auch halt beschädigen. Und das muss nicht unbedingt sein. Von daher sollte man als Brillenträger echt überlegen, sich diese Sehstärke-Linseneinsätze zu holen. Und ja, das Besondere bei der PSVR 2 ist ja auch, dass die Eye-Tracking hat. Darauf musste VR-Optiker natürlich auch achten und darauf eingehen. Und die haben es auch geschafft. Eye-Tracking funktioniert wunderbar. Ich habe es getestet, also überhaupt kein Problem. Auch die Qualität der Sehstärke-Linseneinsätze ist wie immer. Ich habe ja schon so viele Videos jetzt gemacht. Oculus Rift, HTC Vive, dann habe ich die Pico 4, hier ist die PSVR 2, also ich habe schon genug Linsen getestet, Quest 2, Quest 1 und da war alles dabei und die Qualität ist immer gleichbleibend, einfach gut. Was mir jetzt aber aufgefallen ist, komme ich aber gleich zu, so sieht das Paket aus, wenn ich es bekomme, also ein bisschen sauberer, weil ich habe es eben nochmal eingepackt für euch. Also ich habe es nicht so sauber hingekriegt wie VR-Optiker, aber ja, so sieht es aus. Wir haben hier unsere Section mit L und R beschriftet, die halt immer dabei liegen. Ne, hier sind die Linsen bei, gut geschützt durch dieses Stoffsäckchen. Dann haben wir hier ein Softtuch zum Linsen und Brillen reinigen. Und wir haben auch nochmal Reinigungstücher zum Testen dabei. Die sind eigentlich bei jedem VR-Optiker-Set dabei. Zwei Stück. Könnt ihr gerne testen. Habe ich auch gemacht. Sind sehr gut. Funktionieren auch in der VR-Brille. Also da unsere Brillen ja auch aus Kunststoff sind und die VR-Brillen, Linsen auch, sollte es überhaupt kein Problem geben. Ich würde aber nie mit Glasreiniger oder sonst was daran gehen. Ganz normal, wenn die ganz normal verschmutzt sind, reicht auch nur das Tuch, ohne irgendwas drauf zu machen. Ich benutze aber, wenn es ein bisschen, vielleicht einen kleinen Fettfilm drauf ist oder so, kann man auch so einen TFT-Reiniger nehmen. Also den habe ich auch. Ich glaube von Rogge, so eine blaue Flasche ist das, die ist echt perfekt. Und damit reinige ich auch meine Brille. Einfach super. Aber weit weg vom Thema jetzt, oder ja, nicht ganz so weit, aber wir schweifen leicht ab. So, hier haben wir die Linse und die sind immer, ja, ist immer eingraviert an der Seite. Hier ist ein L drauf für links und jetzt zeige ich euch die mal ganz kurz in Nahaufnahme. Und hier sehen wir auch, die sind relativ hoch, also die sind jetzt nicht vergleichbar mit den Pico 4 Linsen. Ist natürlich auch ein anderes VR-Headset, aber wir haben hier natürlich auch Eye-Tracking drin. Darauf musste man auch achten, da ist ja dieser Eye-Tracking-Ring um die Linse und ja, deshalb ist das hier leicht, geht das auch so ein bisschen, ja, ich würde fast sagen, so konig zu. Läuft das von innen nach außen hin und so kann wahrscheinlich der Eye-Tracking-Ring besser unsere Pupille noch sehen. Und wie gesagt, ich habe das getestet, da gibt es ja so ein Testprogramm von Sony und überhaupt keine Probleme, keine Abbrüche, sonst was. Immer wo ich hingeguckt habe, da gibt es so einen Test mit den Farben, ne, Punkte mit Farben und da kann man dann hinschauen. Funktioniert einwandfrei. Weil im Spiel würde ich es jetzt wahrscheinlich gar nicht so merken, ob das Eye-Tracking jetzt gut funktioniert oder nicht. Aber in diesem Testfeld kann man das echt gut, sehr gut testen. Ja, hier haben wir die abgeschliffene Seite, ist die Nasenseite, weil die sonst wahrscheinlich auch gut drankommt. Und ich versuche euch jetzt gleich zu zeigen, man klickt einfach von innen nach außen, so stülpt man die so ein bisschen drüber. Ich versuche euch das jetzt mal zu zeigen. So, die linke Seite, hier ist links und mit der nicht geschliffenen Seite, mit der hier, wo das L draufsteht, gehe ich jetzt hier außen einfach ran und versuche die so einfach rüber zu stülpen. Ist schwer für euch zu zeigen, besonders wenn ich nur eine Hand benutzen kann, aber ja, schon ist sie drauf. Also hier ansetzen und rüberziehen. Super easy. Ich packe jetzt auch noch die andere noch aus und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz. Es gibt
natürlich jetzt einen Höhenunterschied. Den sehen wir auch jetzt. Ich versuche euch das zu zeigen. Hier sehen wir so. Da, wo die abgeschliffene Seite ist, da sehen wir unten die originale Linse und darüber ein Stückchen, darüber sehen wir die Optikerlinse und ja, da haben wir halt einen Höhenunterschied. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich ziehe die Brille in der VR-Brille an, dann habe ich auch diesen Abstand, also wahrscheinlich noch höher. Also auch wenn man denkt, Mist, ich komme jetzt hier oben schon an die Linse ran. Muss einen Tick zurück, dann bin ich ja weiter weg. Aber mit einer Brille hätte man das auch. Also ich war immer meistens so dran, so nah dran, dass ich wirklich kurz angetitscht bin und bin dann ein Stück zurückgegangen mit diesem Verschieber hier. Haben wir hier den Knopf und damit kann man ja super, super nah oder ein bisschen weiter weg und damit kann man super einstellen. Und ja, wie gesagt, ich kann super damit wieder sehen. Ich habe es immer wieder gesagt, ich sehe mit solchen Linsen in der VR-Brille besser als mit einer normalen Brille. Ganz, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist einfach so, weil die wahrscheinlich auch ein bisschen trotzdem näher ranliegen, ein bisschen besser optimiert sind auf die VR-Brille als das hier, ne? Weil der Optiker guckt natürlich, dass man den Schliff perfekt für die VR-Brille auch hat und das ist hier ja nicht gegeben. Von daher denke ich, dass es daran liegt. Ja, wir haben halt einen Höhenunterschied. Wenn ich ganz nah rangehe, merke ich schon an den Nasen, am Nasen, Oberteil, sage ich mal, dass ich so ein bisschen hier an die Kante rankomme, hier oben. Aber dann gehe ich einen Tick zurück und gut ist. Also das ist überhaupt kein Problem. Ich habe aber weiterhin Probleme mit diesem Facecover. Bei mir kommt definitiv hinten Licht rein. Ist egal, wie nah ich jetzt rangehe. Ich finde das nicht ganz gut gelöst von Sony, muss ich ganz klar sagen. So, ja, wie gesagt, ich kann euch das nur ans Herz legen, egal ob ihr jetzt Brillenträger seid, dann auf jeden Fall. Wenn ihr kein Brillenträger seid, könnt ihr euch überlegen, ob ihr eure ja, VR-Brille schützen wollt. Da gibt es auch Planlinsen, die sind ohne Sehstärke. Da könnt ihr eure originalen Linsen dann halt schützen vor Kratzern und sonstiges. Muss man halt überlegen, wenn ich jetzt kein Brillenträger bin, würde ich wahrscheinlich jetzt auch keine kaufen, denn man kommt so natürlich auch nicht mehr so nah ran, wie wenn man jetzt ja keine Planlinse hätte. Und von daher sollte man sich das halt gut überlegen. Ja, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz die Homepage und da sieht man dann auch meinen Link, wo ihr 5% sparen könnt vom Einkauf bei VR Optica. Den Link müsst ihr jetzt nicht mitschreiben. Der ist unten in der Beschreibung auch verlinkt. Könnt ihr gerne draufklicken. Und egal welchen Einkauf ihr jetzt bei VR Optica habt, ihr habt dann die 5% Rabatt. Und ja, ist natürlich dann eine gute Win-Win-Situation für beide Seiten. Hier haben wir die PSVR 2 Linse. Hier sehen wir sie auch nochmal. Baut relativ hoch im Gegensatz zur Pico. Gut, hier haben wir ganz andere Eigenschaften bei der Pico. Wir haben kein Eye-Tracking und wir haben hier sowieso diese Pancake-Linsen drin. Und wir haben einen Magnetring, wo die super schön direkt drauf kommen. Und ja, also bei Pico ist das optimal gelöst. Also besser geht es einfach nicht mit den Linsen. Was hier natürlich jetzt im Eye-Tracking geschuldet ist. Geht nicht anders, aber trotzdem bevorzuge ich diese Variante der Brille auf jeden Fall. Das ist Fakt. Da brauche ich gar nicht nachzudenken. Das stört dermaßen. Mir fällt die auch schon mal runter, wenn ich das Headset dann ja, abziehen möchte. Dann bleibe ich irgendwo hängen und dann die ist so schnell, ist die von meinem Kopf gerutscht. Es ist einfach blöd. Ich mag es nicht. Und von daher würde ich immer wieder auf ja, Linseneinsätze gehen. Ja, wenn ihr die bestellen wollt, habt ihr hier die Möglichkeit, euren Brillenpass einzutragen. Wenn der älter ist, geht nochmal zum Optiker oder geht zum Augenarzt. Lasst euch nochmal einen wirklichen Brillenpass erstellen und ja, gebt die Werte hier ein und dann könnt ihr hier immer noch entscheiden, was ihr hier haben wollt. Steht es auch nochmal Eye-Tracking kompatibel und ja, dann gibt es dieses Bluetooth-Protect, das ist dieser Blaufilter, um diese schlechten Blautöne rauszufiltern, die ja nicht so ganz gut sein sollen fürs Auge, die einen abends noch wach halten und so weiter und so fort. Da bin ich auch schon mal im Video ein bisschen genauer drauf eingegangen, aber müsst ihr auch einfach mal googeln, wenn euch das interessiert. Oder schreibt einfach mal unter die Kommentare, dann
kann ich da vielleicht dazu noch was sagen. Ja, dein aktiver Gutschein wird am Ende des Checkouts angewendet. Das heißt, ja, ihr seid hier mit meinem Link reingegangen und dann seht ihr das dann am Ende dann auch, dass ihr die 5% Rabatt bekommt. Ja, je nachdem, wie schlecht eure Augen sind. Meine sind auch nicht wirklich gut. Irgendwie minus 4 habe ich da irgendwas und minus 3,7. Ja, dann wird es natürlich auch teurer oder billiger, ne? Also mit 10 möchte ich nicht mit euch tauschen, definitiv nicht. Aber wenn ihr so in meinem Feld seid, ja, dann seid ihr so ungefähr bei den 90 Euro. Jetzt hier wäre ich schon bei 105 und ja, hier müsst ihr dann natürlich auch was eintragen. Je nachdem, was ihr da für Werte habt, ist das natürlich auch nochmal Aufpreis. Das ist aber bei jedem individuell, ne? Jede Augen, ist es eine Krankheit, kann man fast schon sagen, ist da anders. Von daher müssen die anders korrigiert werden, ist dann aufwendiger beim Schliff und so weiter und so fort. Ja, Leute, ich würde sagen, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt, könnt ihr die gerne so, ja, jederzeit stellen. Ich versuche die zu beantworten und ja, ich kann euch die nur ans Herz legen. Ist egal für welche VR-Brille jetzt, wenn ich jetzt die PSVR 2 nehme oder die Pico 4, die Quest. Also ohne die Dinger geht bei mir nichts. Und ja, das ist meine Meinung. Könnt ihr auch gerne mal eure Meinung unter die Kommentare schreiben. Geht ihr gerne mit eurer Brille in die VR-Welt oder sagt ihr auch, nee, auf keinen Fall, ich brauche hier wirklich auch Linsen oder ich benutze Kontaktlinsen oder sonst was. Gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit und ja, wenn euch das gefallen hat, Like raus, Abo-Button nicht vergessen und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!